Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Mastern Sit hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind hier auf dem Erdhügel, hier wird fröhlich gebaut und gemacht und getan. Nur hier hinten ist tote Hose. Bei der Industrie, die wollen ihr mir nicht so. Aber denen werden wir jetzt helfen, würde ich mal sagen. Wobei, Moment, das ist glaube ich gar nicht Erdhügel. Wie groß ist denn das Gebiet? Aha, das hier hinten haben wir noch gar nicht benannt. Na, dann machen wir das doch gleich mal noch. Wir machen hier draus von hier oben, hier reingesetzt sozusagen, nochmal einen neuen Stadtteil, zack, hier rüber. Das darf hier gerne auch noch mit dazukommen. So, das auch, mal gucken, ob wir da noch siedeln, das wissen wir nicht, aber das hier gehört schon mal definitiv dazu. Und das wäre dann nicht der Halbmondplatz, nein, sondern das ist dann Erd... Moment, Hü, wo ist mein Ü? Hü... Hausen, genau, das gehört zu diesem Industrieteil hier hinten, der noch nicht entstanden ist. Gut, jetzt würde ich sagen, ankurbeln können wir das vielleicht sogar dahin gehen ein bisschen, wenn wir hier einen Güterbahnhof hinstellen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, solange die hier noch keine Industrie haben, aber das leisten wir uns sonst einfach mal. Wir machen hier sogar wieder ein bisschen Gewinn. Ja, machen wir mal. Wir haben hier nämlich ein Gleis für Güterzüge. Das werden wir natürlich entsprechend ausnutzen. Ich würde sagen, hier irgendwo diesen Bahnhof hin. Da müssen wir aber noch ein bisschen darauf achten, wo genau das Erzvorkommen ist. Ja, und das ist ja genau da, wo eigentlich dann der Bahnhof hinkommt. Das ist ja großartig. Wir gucken mal, wenn ich hier den Bahnhof schnappe, der würde hier sogar hier hinpassen. Wir machen den gleich mal hier hin. Dann sind wir nur ein bisschen sozusagen drin im Bereich des Erzes. Jetzt müssen wir aber gucken, wie kriegen wir hier das Gleis hier rauf. Ich kann ja mal schauen. Ja, das funktioniert alles prächtig. Nein, das müssen wir uns zuerst überlegen. Hier auf die Höhe kommen wir wahrscheinlich gar nicht. Vor allem unten wird dann nicht gebaut. Unter der Brücke, also links und rechts von der Brücke. Wobei, nee, das ist Blödsinn. Die bauen da trotzdem. Die sind ja von der Straße abhängig, nicht von unserem Gleis. Ist trotzdem jetzt die Frage, wie wir das am besten angehen wollen. Kommen wir hier nicht irgendwie so rüber? Vielleicht mit kleinen Schritten, dass wir da raufkommen. Ich baue das mal. Wir können sie jederzeit wieder abreißen. Aber ich fürchte, das ist zu steil. Da war es mal ganz kurz blau. Das hätte geheißen... Aha, mit einem Tunnel. Okay. Weißt du was? Dann mach doch hier einen Tunnel. Und dann kommen wir hier nämlich rein. Gut, dann hätten wir die eine Richtung schon mal gemacht. Das ist ja schon mal wunderbar. Hier hinten könnte man eigentlich auch raus. Wenn wir das so machen, mit einer Kurve. Und hier vielleicht sogar ein bisschen in die Höhe gehen. Muss man halt wirklich immer in kleinen Schritten bauen, sonst funktioniert es nicht. Also, Höhe hatten wir hier. Gehen wir nochmal ein bisschen runter. Zack, bauen wir mal mit ordentlich Kurve. Dann hier rüber oder hier geradeaus und hier runter und dann so rein. Das wäre ungefähr die Überlegung. Aber das gibt natürlich eine Mörderbrücke hier. Naja gut, können wir nicht anders machen. Wir gehen mal hier lang. Zack. Dann hier rüber. Und jetzt mal gucken, ob wir hier auch rüberkommen. Nein, kommen wir hier vielleicht... Oh, das ist natürlich relativ nett. Moment. Das machen wir hier, dass wir so dem Hang entlang düsen. Und dann da nicht reinkommen. Echt. Vielleicht nochmal ein bisschen Höhe gewinnen. Wir müssen aber in die andere Richtung. Wir haben einen Anschluss nach da oben haben wir. Wir müssen einen noch nach hier unten haben. Zur ausgehenden Verbindung. Mal gucken, wenn wir hier runter gehen. Da müssen wir doch eigentlich... Nee, doch nicht. Geht nicht. Wenn wir hier die Höhe haben, geht auch nicht. Wenn wir das machen, geht es auch nicht. Da ist natürlich auch das Tunnelportal noch im Weg. Wenn wir hier nochmal Höhe gewinnen und hier rüber gehen. Aha, funktioniert ebenfalls prächtig. Nee, funktioniert auch nicht. Aber wir könnten natürlich probieren, ob wir hier einfach über dieses Gleis rüberkommen und dann mit einer Kurve hier unten reingehen. Mal schauen. Kriegen wir dich irgendwie hier lang? Ja, das funktioniert. Okay, dann machen wir dich mit der Brücke hier rüber. Wenn es denn funktioniert, machen wir mal. Ja, funktioniert prächtig. Und jetzt hier mit einer Kurve runter. Und vielleicht sogar unter der Autobahn hier durch. Geht das nicht? Moment, das müsste doch gehen. Das müsste eigentlich hoch genug sein. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir das gerade bauen. Moment. Schnappen und hier unten durchziehen. Ne, geht nicht. Moment. Jetzt geht's wieder. Halt, das wollte ich gar nicht. Aber ist egal. Da müssen wir hier sonst auch nochmal eine Brücke machen.
Aber das ist doof. Ich möchte hier eigentlich keine Brücke. Ich möchte hier tatsächlich irgendwie unter der Brücke durch. Komm, was mache ich denn jetzt? Moment. Halt, das ist hier die Ebene, die ich wollte. Das ist ja wie Käse. Gefällt mir nicht. Nochmal weg. Nochmal Gleis nehmen. Und jetzt nicht mit dem Bagger. Nein, sondern mit diesem Gleis hier. Eine Kurve machen. Und hier unten lang. Moment, da war gerade blau. Zack, ist aber glaube ich ein Tunnel, kann das sein? Nein, ist kein Tunnel, geht tatsächlich hier unten durch. Holpert ein bisschen, aber funktioniert. Gut, dann hätten wir diesen Anschluss. Ich hoffe, nee, hier können sie ja nicht siedeln. So in den Hang rein können sie nicht siedeln, das wird nicht funktionieren. Also das müsste tatsächlich so klappen. Was wir jetzt hier auch noch brauchen, zwar nicht für den Teil, aber für den. Ich hätte hier gerne nochmal einen normalen Personenbahnhof. Und den schließen wir, hier hinten haben wir doch ein Gleis, genau. Hier haben wir das Gleis, hier düsen unsere normalen Personenzüge rum. Da würde ich gerne, hier fehlen definitiv noch ein paar Wohnungen, wisst ihr was? Da machen wir mal noch dicht besiedelt hin. So, weil zwischen den Gleisen, das ist ja wunderbar, wenn wir da noch ein bisschen was haben. Und hier oben haben wir eigentlich keinen Platz mehr für weitere Wohnungen. Da haben wir alles soweit besiedelt, das ergibt Gewerbe. Aber jetzt haben wir eine Nachfrage nach Industrie. Jetzt müssten sie doch eigentlich auf die Idee kommen, dass sie hier was hinstellen. Liebe Leute. Ich mache mal hier noch ein bisschen Industrie hin. Das ist ja schon schräg. Jetzt habt ihr so einen schönen Bahnhof. Jetzt macht mal. Gut. Hier ein Bahnhof. Ein Personenzugbahnhof. Und dann mit dem Gleis irgendwie nach da hinten kommen. Jetzt können wir mal gucken, wo machen wir das am besten. Vielleicht sogar eher hier unten. Mit einer Busverbindung hier hin. Wir haben ja hier eine Straße, die führt nach da oben. Das müsste eigentlich auch machbar sein. Wenn wir denn hier den Bahnhof hinkriegen, das ist dann die Frage. Lugo Train Station. Passt perfekt hier hin. Wenn wir was Größeres machen, was haben wir hier noch alles? Overground Classic. Haben wir, glaube ich, noch nicht, wenn ich das jetzt wüsste. Gefälle zu steil. Schade, der passt dann hier nicht hin. Wie sieht es hier vorne aus? Auch nicht. Und hier oben natürlich nicht, da ist eben Erz, da hoffen wir auf die Industrie. Und hier ins Zeug rein möchte ich auch nicht, da möchte ich die Wohnungen haben. Gut, wie sieht's mit dir aus? Funktioniert tatsächlich. Mit einer Unterführung, sehe ich das richtig oder ist das das Gleis da auf der rechten Seite? Wenn ich das jetzt mal wüsste. Wie ist das konzipiert? Old Brick Station. Place alongside road. This module is the entrance to a central station and contains a metro platform. Aha, okay. Dann könnte man die Metro noch hier hinziehen. Das wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Machen wir mal. Und dann schauen wir es uns mal an. Ach, dann ist das linke, das rechte hier, das ist die Metro. Alles klar. Und das ist das normale Gleis. Gut, dann fangen wir aber mal vorne an. Nämlich, dass wir hier die Verbindung schaffen nach da hinten. Jammern schon nach Wasser. Kriegt er gleich. Hier ein bisschen Höhe gewinnen. Oder vielleicht sogar hier lang. Der Autobahn lang. Dass wir hier oben lang gehen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und hier dann auf die Brücke. Und hier haben wir wieder die Autobahn. Und da wäre das Gleis, wo wir rein wollen. Oder da oben. Je nachdem, wo wir lang wollen. Ich würde sagen, das mit hier auf der Seite durch. Das ist gar nicht schlecht. Dass wir hier so eine kleine Kurve machen. Allerdings ohne Höhe. Und dann hier die Kurve wieder hier hin. Und hier geradeaus. Ah, schade. Moment. Doch, doch, das geht schon. Das muss man ganz Schritt für Schritt halt machen. Okay, das hier so. Hier mit einer Kurve. Wobei, hier können wir eigentlich schon ein bisschen Höhe generieren. Das möchte noch nicht funktionieren aus irgendeinem Grund. Deswegen gehen wir nochmal zurück. Bauen nochmal ein Stück. Gucken, wie es jetzt aussieht. Jetzt kommen wir hier wieder irgendwie nicht in die Höhe. Oh doch, Moment. Mit so einer Kurve. Na, machen wir. Kein Ding. Gehen hier zurück. Dann könnten wir hier nämlich gleich die Autobahn noch mitnehmen, dass wir hier so rüber gehen. Dann wäre da oben dann, genau, da wäre dann nee, gefällt mir nicht. Das ist mir irgendwie zu viel Brücke. Wir gehen hier zurück auf die Erde. Und da oben haben wir ja noch ein Autobahnkreuz. Können wir hier nicht mit der Bahn noch unten durch? Wahrscheinlich nicht. Das ist hier zu verbaut. Wir könnten natürlich hier lang. Das bringt aber nichts. Hier wird jemand die Autobahn weitergehen. Wenn wir hier die Schienen hinmachen, dann müssen wir das sowieso wieder abreißen. Wir müssen jetzt hier irgendwie tatsächlich über der Autobahn durch oder unten durch. Es wäre, so wie das hier aussieht, wahrscheinlich am naheliegendsten, dass wir unten durchgehen. Das so bauen. Hier unter die Erde gehen.
Hier unten durch. Und hier wieder raus. Genau. Wo ist unser Zug? Wir müssen da natürlich noch Weichen machen. Da wäre der Zug. Hier haben wir schön die ganzen Straßen im Weg. Wo gehen wir rein? Ich würde mal sagen, hier hinten. Da stehen aber überall schon Gebäude. Das wäre dann eine ordentliche Kurve. Aber dann gibt es hier dann eine Weiche. Okay. Hier vielleicht nochmal unten durch. So, nochmal runter. Zack. Nochmal mit einer Kurve hier lang. Und dann da ins bestehende Gleis rein. Sprich hier wieder raus. Halt, nicht drehen. Kein Mensch wollte hier drehen. So, hier rein. Das passt. Und jetzt in die andere Richtung. Machen wir ganz einfach hier eine Weiche. Zack. Und jetzt mal gucken, ob wir hier nicht rüberkommen. Ne, kommen wir irgendwie nicht. Wie kommen wir da am besten rein? Warum kommen wir denn hier nicht rüber? Muss ich hier wieder Schritt für Schritt? Aha, okay, alles klar. Und dann hier gerne da rein. Geht nicht. So geht's. Zack. Wunderbar. Dann haben wir hier schön noch ein paar Bahnübergänge. Die mag ich sowieso. Passt. So, mal sehen, wann die ersten Züge daherkommen. Eigentlich eine coole Strecke. So, die brauchen noch Wasser und die brauchen noch Strom. Bekommt er. So, das wäre mal einmal Wasser. Und Strom. Wie weit seid ihr weg? Kriegen wir hier vielleicht sogar eine Leitung hin über die Autobahn? Nee, das funktioniert nicht. Dann würde ich euch glatt eine autonome Versorgung gönnen. Irgendwas, was nicht allzu viel Dreck macht. Wir haben eigentlich ja viel mehr Strom, als wir brauchen. Aber Strom kann man ja auch verkaufen. Ich weiß nicht, ob sie das tun. Was ist das denn? Stone S? Was machen die? Baukosten? Geschätzte Produktion 9 Megawatt. Wasser benötigt. Okay, das wird eher schwierig hier oben. Dann können wir das vergessen. Atomkraftwerk möchte ich hier nicht hinstellen. Das haben wir hier oben sowieso schon in der Nähe. Und so ein Ölkraftwerk, so eine Dreckschleuder auf Deutsch gesagt. Auch nicht unbedingt. Wasser brauchen wir hier auch nicht. Warum nicht ein Solarkraftwerk? Wir sind dann natürlich von der Sonne abhängig. Was haben wir hier noch? Kohle. Wir machen hier trotzdem mal Öl hin. Was wir haben, das haben wir. So, bestens. Wasser hast du auch und du lieferst jetzt hier Strom für den Bahnhof. Der müsste sich eigentlich freuen. Und irgendwann bauen sie ja eh zusammen und dann profitieren die hier oben natürlich auch noch ein bisschen von diesem Kraftwerk. Okay, Züge könnten kommen, wenn sie denn wollen. Das geht darüber. Moment, da rein. Das ist der Güterbahnhof und das hier ist die Personenzugstrecke. Gut, mal gucken, ob es klappt. Jetzt würde ich sagen, die haben allen Ernstes hier oben immer noch keine Industrie. Die Nachfrage haben wir jetzt, aber sie bauen hier nicht. Aus irgendeinem Grund wird hier nicht gebaut. Das ist ja echt irgendwie ganz komisch. So, hier nochmal. Hier unten haben wir auch schon eingezeichnet. Hier wollen sie aber auch nicht, aus irgendeinem Grund. Na, wir lassen sie jetzt mal. Vielleicht kommt jemand die erste Fabrik und dann ziehen die anderen nach. Ich weiß es nicht. Was haben wir sonst noch? Ja, Industrie und Wohnungen haben wir. Ich würde jetzt hier aber gerne zuerst noch eine Busverbindung kreieren. Hier unten vom Bahnhof. Einmal Linie. Linie, sind wir beim Bus? Ne, wir sind beim Zug. Hier ist der Bus. Dieses zweimal klicken ist verwirrend. Oh, und die Metro haben wir ja auch noch. Das werden wir uns dann auch noch ansehen. Also mal hier lang. Gerne hier anhalten für spätere Sachen. Dann wollen wir hier halten. Gehen hier ins Städtchen rein, halten hier, gehen hier oben lang. Moment. So, da muss man immer gucken, dass man das richtig erwischt. Gehen hier unten lang. Zack. Und gehen hier lang und dann da über die Brücke. Wir halten hier nochmal. Und gehen hier über die Brücke. So, und schließen hier ab. Wunderbar. Jetzt das gleiche noch schnell in die andere Richtung. Da haben wir die Haltestelle. Wo haben wir sie hier? Da haben wir sie da. Dann gehen wir hier rauf, hier rüber. Halten wir hier oben echt nicht? Nee, irgendwie nicht. Hier haben wir noch eine. Hier zurück, da. Dann hier runter. Einmal hier, dann am Bahnhof natürlich. Das wäre dann hier. Linie abschließen. Sehr gut. Also, sollen wir mal kurz gucken wegen Kollege Metro. Bist du das? Nein, Zug. U-Bahn, da haben wir sie. Müssen wir zuerst wieder eine Röhre bauen. Von hier. Das klappt schon mal perfekt. Geht auch nicht in alle Richtungen. Ja, weil wir hier halt tatsächlich dermaßen krumm
in der Gegend drin stehen. Aber hier kämen wir lang. Gut, jetzt muss ich aber zuerst natürlich wissen, wo müssen wir hin. Oh, alles klar. Da unten haben wir eine Metro, so wie es aussieht. Machen wir das doch gleich mal so quer hier rüber. Zack, und da rein. Und passt. Jetzt brauchen wir aber noch die Linie. Das wäre dann von hier. Neue Linie hinzufügen, hier rauf. Zack, und wieder zurück. Und Linie abschließen. So, das geht schon relativ einfach und schnell. Und hier haben wir dann noch eine Möglichkeit, hier runter zu gehen, wenn wir dann mal noch die Kachel haben und so weiter. Oh, jetzt guck mal einer an. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Jetzt ist es doch angekommen. Warum das? Ja, wahrscheinlich, weil halt eben die Nachfrage zuerst da sein musste und es ging dann einen Moment, bis die sozusagen die Nachfrage befriedigt haben. Erzunternehmen. Ja, herrlich. Genau, was wir wollten. Da, wir haben endlich Erz. So, passt. Wie sieht das nachts aus? Möchte ich jetzt glaube mal kurz sehen. Zack, ziemlich dunkel. Okay, ist halt Industrie. Wie soll das auch groß anders aussehen? Aber hier, der Bahnhof, der ist natürlich nett. Und irgendwie ist das Ganze jetzt tatsächlich relativ nett. Ich möchte das hier zuhaben. Moment, doppelklicken mal wieder. Damit wir uns das mal hier in Ruhe ansehen können, was wir hingestellt haben. Netter Bahnhof, die Züge fehlen noch. Das ist dann vielleicht die nächste Frage, warum das nicht funktionieren möchte. Und Busse, die, oh Gott, die sind jetzt natürlich wieder durch die ganze Stadt unterwegs nach hier hinten. Da kommen sie, glaube ich, eh schon. Wisst ihr, was wir... Oh, wegen dem Geld müssen wir auch nochmal gucken. Ich würde hier glatt nochmal ein Busdepot hinstellen. Ist vielleicht zu spät, wenn man es genau nimmt. Hätten wir eher hinstellen müssen, aber das schadet nicht, wenn wir das haben. Gut, und jetzt hier Geld. Wo ist das Problem? 356.000. Das geht hier kontinuierlich rauf halt. Das ist was nicht aufzuhalten. Das heißt, wir gehen hier mal noch ein bisschen runter. Hier mal ein bisschen. Wobei, wir machen mal primär, dass wir nachts nicht so viel tun. So, das geht auch runter. Das geht auch runter. Das haben wir hier schon runter. Und hier auch. Wie sieht's jetzt aus? Ja, reagiert halt nicht ganz so schnell. Wisst ihr was? Wir müssen tatsächlich noch mal kurz mit den Steuern das Ganze anpassen. Gehen hier auf 11, hier auf 12 gerne, so wie wir es mal hatten. Denn da haben wir Geld verdient. Da sind wir überall auf 12, jetzt gehen wir hier auch auf 12. Wenn wir jetzt nicht wieder Geld verdienen, dann kriegen wir ein Problem. Ja, okay. Einnahme. Ausgabe. 55, ja, jetzt haben wir das Ganze wieder ausgeglichen. Jetzt kriegen wir hier wieder Kohle. Sobald wir hier wieder in einem Bereich sind, der uns gefällt, gehen wir wieder ein bisschen runter mit den Steuern. Denn ich glaube schon, dass das einen gewissen Einfluss hat, was wir hier an Steuern bezahlen müssen, zu dem, was wir da machen. Huch, wir haben hier Nachfrage ohne Ende. Das ist ja wunderbar. Dann werden wir hier mal wieder kurz das Licht anmachen. Mal hier hinten nochmal schnell gucken. Wo haben wir vorher die Wohnungen hingestellt? Irgendwie so in Richtung Eisenbahn. War das hier? Nee, das müsste hier dazwischen gewesen sein. Kann das sein? Wart ihr das? Oh, ihr seht eh schon wieder cool aus. Gefällt mir sehr gut. Dann machen wir mal hier noch ein Riegel Wohnungen hin. Wohnungen, die waren grün. So, hier noch. Wunderbar, eben auch bei der Eisenbahn natürlich. Und dann werden wir hier unten noch ein bisschen was machen. Die Industrie lassen wir jetzt einfach mal schuften, sozusagen. Und jetzt müssen wir hier bald schon gucken, dass wir uns... Die Busse sind unterwegs, die Züge irgendwie noch nicht. Das müsste aber schon klappen. Angeschlossen ist es eigentlich. Dauert halt wahrscheinlich auch ein Momentchen. Jetzt könnten wir uns tatsächlich überlegen, wo wir hier nochmal ein paar Wohnungen hinstellen. Hier oben haben wir halt auch Industrie. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn man hier dann wohnt. Vielleicht nochmal mit einem Riegel Gewerbe dazwischen. Machen wir mal, dass wir hier oben auch Wohnungen haben. Sprich, oder haben wir irgendwo noch... Oh ja, guck mal, wir haben hier überall noch nichts gemacht. Das können wir alles natürlich alles auch noch mitnehmen. Aber irgendwie waren wir jetzt hier oben beschäftigt. Deswegen möchte ich hier gerne dieses Plateau haben. Eine Straße. Brauchen wir da eine Breite? Eigentlich nicht. Nehmen wir mal ohne Bäumchen, ausnahmsweise. Und gehen hier raus. Zack, so dass wir hier tatsächlich genau an den Kamm rankommen, wäre die Idee. Gehen hier noch lang. Hier noch lang. Und jetzt, das Ganze führt dann definitiv irgendwie nach da unten. So, irgendwie so hier rein.
Jawohl, ohne dass da was kaputt geht. Dann hätten wir gerne noch eine Verbindungsstraße hier runter, falls möglich. Müssen wir ein bisschen kurvig machen, das ist eh cool. So, da rein. Passt. Und dann haben wir hier doch noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Land verschwendet. Deswegen mache ich hier auch nochmal hier lang. Okay, dann können wir hier nämlich auch bauen. Gut, dann machen wir das mal. Was brauchen wir denn jetzt? Wohnungen schon nicht mehr so viel, aber Gewerbe. Dann gibt es hier den Riegel Gewerbe, damit wir Schutz haben vor den Industrieabgasen und so weiter. Okay. Und die Wohnungen, die gäbe es dann hier. Machen wir mal diesen Riegel, weil wir haben jetzt nicht mehr so eine riesen Nachfrage danach. Wie steht's mit Wässerchen? Da steht es eigentlich perfekt. Und Strom habt ihr auch, weil er hier ranbaut. Der hat vielleicht ein bisschen ein Problem, aber wir lassen die jetzt hier mal bauen. Jetzt werden wir hier keine Oberleitungen mehr verlegen. Oder Strommasten. Oberleitungen gehören eigentlich zur Eisenbahn. Strommasten verlegen, weil eben die bauen ja, man sieht's, die bauen zusammen. Das ist wunderbar. Jetzt könnte man hier aber auch nochmal, das machen wir eigentlich zu wenig, irgendwie einen Park hinstellen. Damit die wirklich auch ein bisschen was haben, was ihnen gefällt. So, passt. Ja, das freut gleich wieder alle. Und dann entsteht hier oben natürlich gleich nochmal so ein Teil, ein Stadtteil, der dann hier runter guckt. Guck mal, was wir jetzt hier gebaut haben in ein, zwei Folgen. Das ist eigentlich schon wieder ein Städtchen für sich. Fast schon ein bisschen eine eigene Stadt. Ist ja definitiv Agglomeration. Gehört ja hier nicht mehr zum Kern der City. Und hier unten werden wir dann auch noch alles natürlich bewirtschaften. Ganz klar. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit Kollege Bahnhof? Ist hier ein Zug unterwegs? War hier schon mal einer unterwegs? Oder haben wir hier ein Problemchen? Eigentlich nicht. Wie gesagt, angeschlossen wäre es. Sie müssten nur mal noch rausfinden, dass sie da lang können. Ach, ich Äumel. Ach, ich Oberäumel. Ja, vielleicht müsste man noch eine Linie machen. Arg. Klar, ich war natürlich noch bei den Güterbahnhöfen. Da müssen wir gar nichts machen. Die funktionieren eigentlich von alleine. Aber hier ohne Linie wird hier auch kein Zug anhalten. Da hätte ich noch eine ganze Weile warten können. Zug, Linie, neue Linie hinzufügen. Hier rauf. Jetzt müssen wir irgendwie einen Bahnhof finden, wo wir hinkommen können. Das ist kein Bahnhof. Hier hätten wir einen Bahnhof. Fahrt nicht auffindbar. Ja, das geht nicht. Was ist das? Ist das ein Güterbahnhof? Mal rausgehen. Nein, guck mal, das ist ein normaler Bahnhof. Aha, wir haben hier sowieso schon ein riesen Tohuwabohu. Man könnte hier aber noch entsprechend Gleise legen. Das machen wir mal, dass wir hier reinkommen. Und hier lang gehen. So, und dann da rein. Und jetzt müsste es eigentlich möglich sein, dass man da in den Bahnhof reinkommt. Warum haben wir denn hier... Ach, das ist genau, das ist die Stelle, wo wir hier zu wenig Gleise hatten in dem Bahnhof. Und dann haben wir den noch hingestellt. Von daher ist das ja eh gut, wenn wir das so machen. Moment, ich möchte aber hier nochmal ein Gleis haben. Und zwar, wenn wir hier rausgehen, da rein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert. Okay, hier lang funktioniert. Das funktioniert auch nicht. Vielleicht sogar hier rein. Ja, machen wir mal. Gut, jetzt nochmal gucken. Wir fangen aber hier hinten wieder an. Bei unserem alten, also was heißt alten? Im Prinzip bei unserem neuen Bahnhof. Linie. Zack. Haltestelle ziehen. Ach so, müssen wir ziehen. Ne, geht nicht. Nehmen wir nochmal weg. So, neue Linie hinzufügen. Und jetzt mal schauen, ob wir da reinkommen. Wo war es gleich nochmal? Hier hinten. Jawohl, das funktioniert. Und wieder zurück. Den ganzen Spaß und Linie abschließen. Zack, passt. Gut. Wo können wir noch hin? Wir können ja mal gucken. Neue Linie. Und dann irgendwie in die Richtung. Hier müsste ja irgendwo auch ein Bahnhof sein. Da haben wir ja schon einen. Haltestelle hinzufügen und zurück. Und dann kommen wir von hier tatsächlich in die Stadt rein. Linie abschließen. Passt auch. So, und jetzt kommen hier nämlich auch Züge. Wird halt ein bisschen schwierig, wenn man keine Linie eingezeichnet hat. Dann fährt hier ganz einfach auch keiner lang. Und wenn jetzt hier gerade ein Zug käme, der hier lang düst, dann würde ich dann noch schnell mit einsteigen. Oh, eine Dampflok. Und guck mal, wo die hinfährt. Pause, Pause, Pause. Hier bremsen. Oh, wir fahren jetzt Dampflok. Halt. Jetzt Pause. So. Einsteigen. Das war hier oben. Jawohl. Und laufen lassen. Und dann werden wir uns... Ja, es hat auch viel zu schnell. Was ist das denn für eine Dampflok? Und der Speed. Ja, und hier wieder ins Tunnel rein, wo die ganze Map davon rauscht. Dafür haben wir noch einen Tisch, der wieder entgegenkommt. So, jetzt passt's wieder. Oh, das Geräusch ist aber schon nett.
Man hat gesehen, jetzt fahren hier tatsächlich... Oh, sogar der ICE fährt hier lang. Ja, sehr schön. Links ganz oben die Stadt, dann die Autobahn, dann das Gleis und rechts unten die normale Straße. Ja, sehr schön. Gefällt mir wunderbar. Ist auch ein schöner Bahnhof. Und die U-Bahn düst wahrscheinlich auch schon hier lang. Das heißt, hier werden Leute ankommen. Die sollten eigentlich die Busse benutzen. Auch wenn jetzt hier noch keiner drin sitzt. Was machst du? Kaputt. Fahrzeug kaputt. Nein, funktioniert. Fährt wieder. Okay, der ICE ist da. Bestens. Und ja, was vor allem halt schön ist, dass hier oben tatsächlich jetzt sich die Industrie mal erbarmt hat, dass sie auch ein bisschen was hinstellen und ein bisschen was produzieren. Und dann sieht man auch schon hier der Güterbahnhof, der läuft dann natürlich auch schon entsprechend. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.